Hallo, ihr Lieben, ich komme jetzt ganz überraschend. Ich hatte gerade Selbstwert-Call, also in der Online-Kursgruppe für Selbstwert, und da waren die Fragen nicht so viele. Jetzt habe ich 10 Minuten übrig. Und jetzt würde ich gerne mit euch ganz kurz ein paar Gedanken zum Thema Erwartungen in einer Beziehung besprechen. Und zwar habe ich letzte Woche ein Video gemacht zu Erwartungen, und das war aber, glaube ich, in der Selbstwert-Summer-Boost-Gruppe. Hallo, liebe Michi, liebe Nadja. Und auf das hin gibt es auf meiner Homepage einen Kommentar. Und den finde ich so genial, dass ich das gerne mit euch ganz kurz ansprechen möchte. Und zwar, das Video heißt Erwartungen stellen oder bedingungslose Liebe, warum ich auf Erwartungen stehe. Und die Ute hat da geschrieben: Tausend Dank für deine Aufmunterungen und so weiter und so fort. In puncto Erwartungen gibt es wirklich viele Missverständnisse. Ich tendiere auch dazu, Erwartungen abzutun als etwas, was ich vermeiden sollte. Aus Angst, mich dann abhängig zu fühlen, und das möchte ich vermeiden. Und ich komme immer mehr drauf, dass dahinter eigentlich eine Art Größenwahn steckt. Ich gebe nach, bin vernünftig, bin bescheiden und natürlich habe ich wenig Bedürfnisse. All dieser Blödsinn halt. Und letztendlich bin ich zu mir selbst und auch zum Partner nicht ehrlich, wenn ich so agiere. Lüge mich selbst an dabei. Denn das Bedürfnis, der Wunsch bleibt, wenn auch im Verborgenen, bestehen. Egal, wie sehr ich mich davon distanziere. Also am besten gleich raus damit. Bin auf einem guten Weg und du hilfst mir sehr dabei. Danke. Ich danke für diese Rückmeldung. Und dieses bedingungslose Liebe und den anderen annehmen, wie er ist, ist meiner Meinung nach das größte Verbrechen, das wir machen können, weil der andere dann nicht wachsen kann. Das Einzige, woran wir wirklich arbeiten können für eine Beziehung, ist, dass wir uns selbst bedingungslos annehmen, dass wir uns selbst lieben, dass wir uns selbst verstehen, dass wir uns selbst Mitgefühl geben. Und wenn wir uns selbst Mitgefühl geben und uns selbst verstehen, dann dürfen wir auch was brauchen, weil wir Menschen brauchen immer wieder irgendwas. Die Susan Johnson, die hat die Halt mich fest Dialoge erfunden, und die sagt sogar, dass eine Beziehung erst dann die Basis gebildet hat, wenn wir uns selbst eingestehen, dass wir den anderen brauchen. Und dass wir überhaupt etwas brauchen. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe vor einigen Jahren, ich war so ein Unabhängigkeitsfreak, ja, nicht den anderen brauchen, ich kann alles alleine, ich brauche sicher niemanden. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ich brauche dich. Ich habe es zulassen können, dieses Gefühl von, ich brauche dich. Ich brauche dich zum Reden, ich brauche dich zum mit dir sein, ich brauche dich zum Umarmen, ich brauche Zeit mit dir, ich brauche dies, das und jenes. Und wenn wir keine Erwartungen haben oder so tun, als hätten wir keine Erwartungen, dann kann das passieren, was die Ute in ihrem Kommentar da geschrieben hat, dass wir so tun, als ob, und dieses krasse Sprichwort verfolgen mit, wie heißt das schon? Bescheidenheit ist eine Zier. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn wir so in die Beziehung reingehen, mein Mann ist eher von der Kategorie, Bescheidenheit ist eine Zier. Aber wie oft er passiv-aggressiv ist, weil ich nicht von selbst sehe, auf was alles er verzichtet hat. Und dann, obwohl er verzichtet hat, ich nicht einmal das Abendessen für ihn koche. Und ich mir denke, oder, wie komme ich zu diesem Job? Wieso soll ich jetzt das Abendessen kochen? Das sehe ich nicht als meinen Job. Ist nicht abgemacht in unserer Beziehung, dass ich fürs Kochen zuständig bin. Und wenn er jetzt aber auf, hallo liebe Katrin, liebe Iris, hallo, wenn er jetzt aber auf ganz vieles verzichtet hat vorher, was er eigentlich gebraucht hätte, es aber nicht gesagt hat, dann kann es passieren,
dass er sich denkt, was? Jetzt kocht die nicht einmal für mich. Das ist ja voll der Wahnsinn. Was ist denn das für eine Frau? Nein, ich bin eine Frau, die gerne wissen möchte, was er braucht. Und wenn wir es nicht aussprechen, in einer Beziehung ist, wie sagt man, Bescheidenheit keine Zier. Das ist eine Lüge, eine Selbstlüge und damit auch den anderen lügen wir ihn an. Und da sammeln wir ganz viel unterbewusst Aggression. Nochmal Aggression. Der andere sieht mich wieder nicht. Jetzt sieht er es schon wieder nicht. Jetzt hat er schon wieder nicht gesehen. Mensch, nochmal sieht er nicht, auf was ich schon wieder verzichtet habe. Na, sag mal, was ist denn das für ein egoistisches A? Nein, er weiß ja gar nicht, dass du verzichtest. Also, ich stehe drauf, wenn Menschen Erwartungen haben, die Erwartungen aussprechen und dann kommt der Clou. Dann werden sie vielleicht nicht erfüllt. Weil der andere sagt, ich kann dir diese Erwartung leider nicht erfüllen. Und weißt du was, meine Erfahrung ist, es ist dann gar nicht mehr schlimm. Schlimm ist nur, wenn ich die Erwartung nicht ausspreche und hoffe, der andere muss es riechen und noch eine Erwartung und noch eine Erwartung und irgendwann explodiere ich und keiner weiß warum. Also, traue dich, etwas zu brauchen. Spüre, was du brauchst und ich ermutige dich dazu, es zu äußern und zwar im Guten. Wenn du im Guten äußerst, du Schatz, ich wünsche mir, ding, dang, dang, ding, dang, dang. Es sind so viele Männer froh, hallo liebe Silvia und liebe Yvonne, wenn sie eine Gebrauchsanleitung kriegen. Und dieses da hält auf dem Schimmel der Prinz, der riechen kann, was du gerne brauchst, was du brauchst. Hört auf mit dem Scheiß. Das sind Märchen. Wir dürfen so selbstbewusst sein und so viel Selbstwert haben, dass wir es wert sind, etwas zu brauchen. Und dass wir es wert sind, dieses Bedürfnis auszusprechen und dass wir es wert sind, dass der andere sogar erfüllt. Und wenn er es nicht erfüllen kann, dann ist es wenigstens ausgesprochen. Aber dieses Verzichten und nochmal verzichten und nochmal verzichten und passiv-aggressiv dann die Männer beschimpfen, das bringt uns nirgendwo hin. Und natürlich umgekehrt dasselbe. Also, unsere größten Streitereien mit meinem Mann waren wirklich in den ersten 2 Jahren, weil er so viel verzichtet hat und mir nicht mitgeteilt hat, dass er das nicht mag. Wir waren am Meer und haben einen Urlaub am Meer verbracht und ich habe es geliebt. Und 2 Wochen später kam das absolute Drama zu Hause wegen nichts. Von meiner Seite her, weil er wegen mir am Meer war, obwohl er das Meer hasst. Für mich war er am Meer und jetzt tue ich nicht mal das für ihn. Oh. Ich hätte lieber die Aussage, ich mag das Meer nicht, weil dann kann ich entscheiden, will ich das Geschenk, das er für mich ans Meer fährt, annehmen oder sage ich, ich fahre allein, ich fahre inzwischen allein. So. Das wollte ich euch einfach als kurzen Gedankenimpuls geben zum Thema Erwartungen, zum Thema etwas brauchen und zum Thema bedingungslos lieben, wie der andere ist. Das bringt uns nur in Aggression. Wir brauchen es ja sowieso. Danke, liebe Ute, für deinen Input. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Oder hast du noch eine Frage dazu? Ich bin jetzt neugierig, ob es mir überhaupt was anzeigt. Hallo, liebe Mary. Hast du noch eine Frage zum Thema oder war das klar verständlich? Oder siehst du das anders? Petra, ich gehe gerade wieder. Schau jetzt nur, ob ihr was schreibt, weil mir das vorher nichts angezeigt hat in der anderen Gruppe. So. Ja, das zeigt mir heute wirklich nichts an. Die Silvia schreibt, Lena schreibt Hallo. Silvia steigt gerade ein.
Ja. Meine Lieben, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Wenn du erst spät gekommen bist, schau einfach das Video nochmal von vorne an. Und bis morgen, morgen 17 Uhr, dann nehme ich mir wirklich Zeit für das Thema Zeit. Das haben so viele von euch angegeben als den größten Schmerz, dass er zu wenig Zeit hat oder ihr zu wenig Zeit miteinander habt. Da gibt es ganz, ganz, ganz was Wichtiges, was ihr wissen müsst. Ich hoffe, bis morgen um 17 Uhr. Schönen Abend. Tschüss.